Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecile hier und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 3. Da sind wir dabei. Im Let's Part haben wir den Djinn, der immer halt alle Bewohner in Khazaz verflucht hat, getötet, den Fluch gebrochen und jetzt kehren wir zurück zu Khazaz und schauen mal, ob es den Bewohnern wieder gut geht. Und ja, ihr seht, der gute Lunev ist jetzt Rotmagier. Wir haben das Jobsystem freigeschaltet dank des Kristalls des Lichts und konnten jetzt diverse Klassen auswählen, wie in Final Fantasy 1. Nur am Anfang kann man nicht so viele Klassen, habe ich jetzt für Mönch, Rotmagier, Weißmagier und Schwarzmagier entschieden. Papa! Refia, dir geht es gut, dem Himmel sei Dank. Ich weine nicht, Papa. Das gucken doch alle. Das ist mir egal. Ich hab mir solche Sorgen gemacht. Jetzt lass uns nach Hause gehen. Moment, Papa. Ja, sie wollte ihren Vater auch nicht sehen, als er sich nur in einer schemenhaften Geistergestalt befand. Kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Jetzt spielt ihr voll die heroische Musik. Tja, cool. Endlich kann ich wieder an meine Arbeit in Mitremien gehen. Ja, wer sich darauf freut, ist auch irgendwie lost. Hey, endlich kann ich wieder dumm und dämlich schuften. Yeah. Naja, muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Ach, guck. War ich hier jemals drin? Ich glaube nicht. Naja, kleine Heilung kann ich auf jeden Fall gerne mal mitnehmen. Hier ist Mogri. Willkommen im Magnetkübel. Hier können die Mitglieder deine Gruppe persönliche Briefe lesen. Genau, beim DS hat es eigentlich was, glaube ich, mit den Nintendo Wi-Fi-Funktionen zu tun. Gibt es natürlich bei PSP nicht, deswegen, ja, man so gelöst. Diese Sidequests bzw. Briefe sind auch sehr wichtig, um besondere Sachen zu bekommen. Aber dazu später mehr. Von Topapa. Luna, fuck! Wie geht es euch? Ich würde euch nicht mehr sehen dürfen. Wir vermissen euch und beten, dass ihr wieder heil nach Hause zurückkehrt. Ja. Nett, dass der an uns denkt. Rede mit Mock, wenn du ihn in der Stadt triffst, Gruppo. Er hat vielleicht einen Brief für dich, für einen Freund oder jemanden, den du liebst, Gruppo. Ich hatte schon öfter das einzige Weg durch die Palmenberge, der das Äußere und Innere des Sassoon miteinander verbindet. Aber der Weg ins Tal wird vom großen Felsen versperrt. Meine Oma wohnt in Kanaan, aber ich kann sie nicht besuchen. Scheiß Felsen, Rock'n'Roll. Jetzt, da der Fluch verflogen ist, geht es wieder zurück an die Arbeit. Das Erste, was sie machen, wenn der Fluch weg ist, erstmal wieder arbeiten, arbeiten, krumm und dämlich schuften. Naja. Tut mir leid. Ich möchte ganz bestimmt mit euch gehen. Ich glaube nicht, dass mir Papa das glauben wird. Was ist denn? Hallo, ihr habt zu tun. Hä? Das heißt, wir sind wieder auf uns allein gestellt. Oh, ist das kacke. Tja, Refia hat uns im Stich gelassen. Finde ich jetzt nicht so nett von ihr, aber... Na gut. Potion habe ich ein paar benutzt, ne? Mein Gott. Armin, im Grab bringt mir das Geld sowieso nichts, ne? Oh, da ist Cid, jetzt sehen wir endlich mal. Da ist er. Ich mag den Cid von Final Fantasy 3 voll gerne. Ich wusste, dass ihr das in den Griff bekommt. Ihr könnt wohl mehr mit meinem Luftschiff anfangen als ich. Aber zuerst müssen wir nach Kanaan flitzen. Frau Cid warten nämlich schon eine halbe Ewigkeit auf mich. Cid hat sich der Gruppe angeschlossen. Oh, shit. Ich hab Cid. Der hier irgendein lustiger alter Sack ist. Seht her, ich bin kein Geist mehr. Ah, süße Sterblichkeit, wie habe ich dich doch vermisst. Habt ihr schon die Mitremien des Dorfes besichtigt? Ich verrate euch mal was. Dort gibt es einen Geheimgang. Anscheinend ist er in der Ecke des ersten Raumes zu finden. Ich würde ja danach suchen, aber ich krieg dort immer eine Gänsehaut. Schisser, Schisser, Pussy, 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 Pussy.
Ich bin nicht von meinem Geisterdasein befreit. Jetzt kann ich wenigstens wieder meine unvergleichliche Schönheit bewundern. Okay. Selbstverliebt, genau wie ich. Ich mag sowas, wenn man sich selber mag. Ist wirklich sehr gut für Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl, was viele in der heutigen Welt nicht mehr haben durch Instagram und TikTok mit Filter. Vergleicht es viel zu sehr mit anderen und ja, es ist halt ziemlich toxic. Fire! Ganz ehrlich, das ist so günstig. Dreimal gekauft, ich glaube, es war zu viel, aber ist nicht schlimm. Got all I need! It's a kind of magic learning by doing. Ach, Eis hast du auch nicht mehr. Oder ein Eis nicht mehr. Hm. Fire. Ach so. Ganz ehrlich, ich soll lieber Feuer Eis haben als das Gegengift. Ich weiß nicht. I don't know. Ja, Rotmagie kann ein bisschen Weißmagie, ein bisschen Schwarzmagie, ein bisschen Angriff, ein bisschen vor allem etwas, aber nicht so richtig gut. Für den Anfang des Spiels sehr gut geeignet und später halt nicht mehr. Nun kann ich wieder arbeiten, danke. Ich bin besessen vor Arbeit. Ich habe ein Trierschwert, ne? Kann ich drüber nachdenken? War ja sowas Hyped-Item in Final Fantasy 2. So, oh mein Gott, mit Trierwaffen. Hab Dank! Ich hatte mich schon so an mein Geisterdasein gewöhnt, dass ich mich nach einem geeigneten Spukschloss umsah. Okay. Ist der lost? Ja. Hm. Interesse besteht, den ganzen Schmarrn zu kaufen, aber ich möchte eigentlich nur meine Mitriermine, aber ohne Refja halt nicht, ne? Warum ist Refja nicht? Ich bin jetzt echt nicht mehr mit Refja unterwegs. Ist das kacki? Hä, wie krieg ich denn jetzt Refja wieder? Jetzt mal ohne Witz. Ich will doch nicht Refja hier lassen. Ach, mit Sid vielleicht. Sid, du Lunke, schön dich wiederzusehen. Und nicht mehr durch dich durch. Hoho. Ho. Sehr lustig, Jagdacker. Bevor wir im Felsen Nerv mit Luftschiff klein machen. Aber dafür müssen wir den Bug mit dem Spiel verstärken. Meinst du schaffst es? Mimitriel, so. Klingt nicht schlecht. Warte mal hier und lass mich mal machen. Refja, leg mal die Hand an. Oh, guckt sie voll traurig, die Arme. Jetzt ist auch noch Priesterin. Weiß nicht, Priesterin, die schmiedet. Fühlt sich falsch an. Fertig! Dein Luftschiff ist jetzt mit dem Schrie verstärkt. Sie liegt außerhalb des Dorfes. So leid, aber ich will immer, Taka. Aber das ist super schnell. So, jetzt geht auf Schiff und zerstört so den Felsen, ey. Und geht den Felsen so richtig an den Kragen. Gibt viel zu tun. Und Refja ist jetzt einfach wieder da, oder was? Nee, hä? Refja! Ach, Girl, ey, wo ist die denn jetzt? Auf einmal ist das Luftschiff wieder da, auch interessant. Ach, da ist sie. Ihr seid ja vielleicht lame. Voll lahm, ey. Ihr seid nicht Sonic Speed. You're too slow. Was, aber ich dachte, sollst du nicht? Wir haben es dem Kristall versprochen. Und außerdem will ich noch kein Schmied werden. Ich bin Papa dankbar, dass er im Waisenkalt all die Jahre für sein eigenes Kind aufgezogen hat. Aber das ist etwas, was ich tun muss. Warte mal, du bist auch ein Waisenkind? Auch? Heißt das... Ich bin ebenfalls bei Ziehelter aufgewachsen. Moment mal! Ich habe auch keine Eltern! Das kann doch kein Zufall sein. Der Kristall muss es gewusst haben.
Boah, das verliert obwohl du schon so hart reise, aber die letzten Lasten zu Fels sprengen. Warum der so eine Western-Cowboy-Stimme hat, fragt einfach nicht. Und Refja ist jetzt wieder da, oder? Oder? Danke Gott. Boah, war das scheiße. Scheiße, blöd und umständlich, die wieder ins Team zurückzubekommen. Nö, okay. Das heißt, sie hat jetzt... Ach, die hat noch die Sachen. Nö, okay. Denn ich möchte jetzt in die Symmetriermine. Kannst du mal zeigen, was er drauf hat? Auch der kann natürlich angreifen. Weiß gar nicht mehr, was er kann. Symmetriermine. Oh, safe state, wo ist er nie? Ja, hier soll irgendwo ein Secret sein. Wahrscheinlich genau hier. Oh ja. Hat der Typ uns vorhin, es lohnt sich ja, mit den DorfbewohnerInnen zu sprechen. Und jetzt finden wir hoffentlich auch Mithril-Sachen. Aber erstmal finden wir Gegner. Das sind die Gegner aus dem Genie Cave. Nicht der Rede wert. Wenn ihr mich fragt. But we will see. Ja. Wir sind stärker geworden, I guess. Ich schaue ein bisschen daran, dass wir die Job-Level gelevelt haben. Aber Level 12 sollte man mindestens sein, damit man ein bisschen davon profitiert. Von den Jobs. Von daher, ja. Habe ich alles richtig gemacht, wie ich finde. Guck, hier sind wir die fliegenden Münzen, das verfluchte Geld. Ich erinnere mich ein bisschen an Fluch der Karibik 1. Der Isla Muerta. Ja. Wunderbar. Schön. Alle down. Da kann ich mitarbeiten. Soll vielleicht zur Ark in die hintere Reihe auch packen. Da er sowieso mit dem Bogen angreift. Das machen wir mal. Ja, ich bin hier nicht umsonst. Danke. Mithril-Schwert. Mithril-Schwert. Zwei Mithril-Schwert. Leider nicht das Mithril-Equipment. Das bedeutet, ja. Deutlich Verbesserung. Ist auch stärker als der Schlechte. Aber den will ich irgendwie behalten gegen Untoten und so. Ist hart erkämpft, das Ding. Ich lasse es mal so. Vielleicht verkauft das sogar. Soll ich mit zwei Mithril-Schwertern? Ich soll Sachen verkaufen, die Sachen nicht doppelt habe. Hinterhalt? Oh nö. Ich guck mal kurz in der Zwischenzeit auf meine Map. Dann noch was übersehen. Nein, es gibt nur die zwei Mithril-Schwerter. Das ist natürlich kacki. Ja, der Rache-Command ist so ein Konter. Wenn Ingus da angegriffen wird, kontern wir halt mit einem stärkeren Angriff. Meine ich. Das hat nur der Mönch. Kann cool sein, ja, muss ich aber jetzt auch nicht haben. Aber hey, Mithril-Schwert. Wir haben wahrscheinlich auch genug Cash, um noch ein paar andere Sachen zu kaufen, aber. We will see. Plop, plop, plop. Schön. Das Blöde beim Bogen ist halt, dass du mal die Pfeile nachkaufen musst. Nervt halt echt. Aber ist halt so. Immer noch Job Level 14. Oi. Geht gar nicht voran. Und ich habe schon wieder vergessen, jetzt reicht's. Jetzt mache ich das mal im Game. Ich wollte doch alle Parts immer switchen zwischen den Soundtracks. Ich habe jetzt überhaupt viel Bock, das aufzunehmen und dann vergesse ich das. Und mache direkt den nächsten Part. Jetzt mache ich es doch. Sorry, musste sein. Ich weiß nicht, ich finde den alten Soundtrack gerade zumindest geiler. Weiß nicht. Ich bin hier! Boah, Hammer Time! Guck einfach mit dem Hammer. 200 Damage. Läuft bei ihm. Da die Kämpfe langweilig sind, mache ich keine Battlecam. Ihr müsst die Stats und die Lebenspunkte nicht sehen.
habe ich mich lieber ein bisschen größer. Level up. Das heißt, wir haben jetzt Level 10. Okay. Außerdings, weil er mir mal offscreen verreckt ist beim Grinden. Psst. Ja, Ark hinkt jetzt ein bisschen hinterher, aber es... Oh mein Gott. Kein Drama. Obama. Cool, hat Zit auch mal angegriffen. Das wollte ich sehen. Die Musik, ey. Aber die Overworld-Musik mag ich viel mehr. Viel mehr als beim Remaster. So, ihr Lieben, ich werde jetzt Mithril-Sachen kaufen. Feuchtkern und Weibau. Mein Gott. Schlimmste Fall, jetzt muss ich wieder aufs Screen grinden. Das brauchen wir ja alles nicht. Die Route nehmen wir. Nö, ich mag es, dass er mit dem Bogen angreift. Nö. Dann investiere ich nur in Mithril Defense, wovon wir noch gar nichts haben. Einmal die Schild nehme ich nicht, weil Dual Weird in dem Spiel echt stark ist. Den Helm habe ich ja schon. Die anderen können den Helm nicht tragen. Handschuhe kann nur Ingress? Ah, okay. Bloß nicht. Ich habe Mithril Five Fancy 2 tot gehypt. Eigentlich nicht so toll, aber. Nimmt, was man kriegen kann, I guess. Ich glaube, diese ganzen Anfangssachen, wenn ich die verkaufe, bringt auch nichts. Deswegen verkaufe ich es jetzt doch nicht. Ist halt so. Bringt halt nichts, leider. Trierrüstung. Hier haben wir leider nichts. Das ist auf jeden Fall Upgrade. Geil. Super gemacht. Dann kann es hier weitergehen. So, wir sind bestmöglichst ausgestattet, haben die Zauber alle gekauft, wir haben die Mithril-Sachen. Besser geht's doch nicht. Wir haben Set, wir haben Reifler wieder zurück, wir haben alles erkundet, wir haben alle Schatztruhen gefunden. Mehr geht nicht. Oh, dieser... Geil. Ich mag den Retro-Soundtrack, wie gesagt, ich mag auch den Remixed-Soundtrack. Ich werde beide benutzen. Ja, voll der Felsen zerstört. Das Schiff ist, glaube ich, dabei zu Bruch gegangen. Ja, einfach das Schiff ist Schrott. Oh, wir sind gerade voll im Felsen reingedonnert und Lunev. Ich glaube, das Schiff ist nicht mehr da. Ich glaube, das Schiff ist verschwunden. Sid sagt auch nichts. Geile Cutscene. Darauf hat die Welt gewartet. Einfach nur, Oh Gott. Sagt echt keiner was dazu? Komm. Oh, mein Rücken. Das war ja ein Spaß. Wenigstens ist Korn verletzt. Merkwürdig. Mir ist so, als wäre genau dasselbe schon mal passiert. Was hat das denn zu bedeuten? Geht es dir nicht gut? Wir haben doch vor den Treffen mit Sid noch nie ein Luftschiff gesehen. Oh, gibt es da irgendwas in der Vergangenheit bei Lunev? Ja, es wird auch noch aufgeklärt. Es wird interessant. Okay, jetzt sagen jetzt gleich nochmal. Ich kann es nicht mehr skippen. Okay, ich werde die Dialoge nur einmal zeigen, weil es echt passieren kann, dass zweimal gleich kommen und es nervt. Das nervt mich persönlich. Cool. Okay. Neue Bereiche, neue Stadt, neues Glück. Ich möchte meinen Gegner hier treffen. Gegner? Gegner? Wo sind die Gegner? Hallo? 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 Oh, der ist neu. Was bist du denn für ein Viech? Mandragore. Muss ich vor dir Angst haben? Ich denke nicht. Ich habe ein Mithril-Schwert, ja. Gut, der Bogen ist jetzt nicht so der Burner. Schwack, 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 schwack. Boah, der ist voll stark. Na gut, okay. Jetzt greift der Werwolf an. Ein Damage. Wow. Ich bin begeistert. Das hier hast du natürlich tot gegrindet. Bist du ja viel zu overpowered. Ja, so spiele ich meine JRPGs. Eigentlich habe ich gar nicht so viel gegrindet. Es waren 4 Level oder so. Der Akt zieht auch nach. Naja.
Whatever. Gucken wir mal, was in der Stadt abgeht. Ladezeiten sind harte Zeiten. Danke für eure Hilfe. Sagt mir Bescheid, wenn ich euch irgendwie helfen kann. Ich weiß es. Ihr wollt sich ein neues Luftschiff. Ja, da seid ihr in der richtigen Adresse. Aber zuerst müsst ihr mit König Argus sprechen. Ich habe nämlich nur den Rumpf gefertigt. Aber der König weiß, wie man Luftschiff mit Turn baut. Kommt mal vorbei, wenn ihr bei König Argus gewesen seid. Dum, dum, dum. Sid hat die Gruppe verlassen. Muss mal einmal kurz gucken, und zwar sind wir jetzt in. Ja. Sind wir jetzt eigentlich? Gute Frage. Kanaan ist das, ne? Ich ganz gerne mal in die Map, damit ich auch die versteckten Sachen finde. Ich weiß es leider nicht auswendig. Aber wie es aussieht, gibt es hier keine versteckten Sachen. Man munkelt, dass in der Welt südlich von ihr ein Wichteldorf verborgen liegt. Ah ja? Ich habe gehört, dass ein reisender Zauberer vor langer Zeit einen heilenden Trank im Dorf versteckte. Ja, und der Trank wird auch wichtig. Aber dazu später mehr. Julina. Meine Tochter Salina hat sich unsterblich in diesen Herumtreiber mit Dash verliebt. Aber er reist bereits nach 2 Wochen ab. Er sagt etwas von einer Aufgabe, die er erfüllen müsse. Seitdem ist meine Salina untröstlich. Hammer time. Einfach Hammer gefunden, okay. Warum habe ich jetzt den Hammer gefunden? Gute Frage, nächste Frage. Leider keine Map für das Haus. Oh, Dash, mein Geliebter. Warum wirst du wiederkommen? Warum? Du bist den Berg des Drachen im Osten gezogen. Warum? Du hast dies alleine unternommen. Meinst du, wir sollten uns diesen Drachenberg mal genauer ansehen? Na klar. Lass uns diesen Dash finden und hierher zurückbringen. Schwierig, schwierig. Ja, wie komme ich denn da hin? Sag mal. Muss es nur ein Secret geben? Ja, und hier ist das Secret. Ja, weiß nicht, was findet ihr, was haltet ihr davon? Bei Final Fantasy 3, dass man einfach so random durch. Ja, durch irgendwelche Wände gehen kann. Das hat Dragon Quest 1 auch schon gehabt. Und es war sogar wichtig für die Story in Dragon Quest 1, aber. Weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben Hammer bekommen. Ne? Das ist ein Item für Refia. Dachte ich zumindest. Beim Final Fantasy 1 konnten wir halt Hammer nutzen. Hier scheinbar nicht mehr. Schade. Echo Cord hebt stumm auf. Versteinert werden möchte ich wirklich nicht. Ja, komm, nochmal 10-mal Potion. Sinnvoll gewappnet für jeden kommenden Dungeon. Eine Nacht und kostet 40 Jill. Ich mach das jetzt nur, damit ich euch das mal zeige. Dann angenehme Nacht. Ist eigentlich zu teuer, ist voll die Geldverschwendung, aber was soll's. Schlafen wie ein Stein. Tja, ich weiß nicht. Weil es gibt ja so oft diese Heilquellen, wo man sich for free heilen kann. Darum finde ich das ein bisschen Quatsch, aber naja. Ich hab mir letztens den Wichtzauber abgekauft. Was der Zauber bewirkt, der schrumpft dich natürlich. Den brauchen wir ja. Hier kann man sich halt umsonst heilen. Warum? Also diese komischen Inns haben in dem Spiel irgendwie keinen Sinn. Und jetzt gibt's bessere Sachen zu kaufen als Mithril, den Wein ist. Ne. Haben wir schon alles. Very nice. Könnt ihr halt Sachen verkaufen, ich bin zu faul und gibt sowieso kaum Geld. Von daher, ja.
Oh, hallo. Normalerweise bekommen wir hier wenig Besuch. Der letzte Besucher war übrigens ein junger Mann namens Dash. Alle reden von diesem Dash. Seine Dash-Attack. Das geht ja mal gar nicht. Frau Sid wurde krank, als ich weg war. Keine Bange, sie wird schon wieder. Ach, weil ich nur elixierte. Schnupfst du gerade dir Koks rein oder warum Schnupf? Der geht's gar nicht gut. Ja, aber wie es das Schicksal so will, Elixier ist natürlich Endgame-Item, aber wie es das Schicksal so will, findet man hier ein Elixier, wenn dem Wasserweg abläuft. Dazu später mehr. Ero ist ein Weißmagie-Zauber, der die Kraft des Windes nutzt, um den Gegner zu schaden. Fliegende Gegner sind dagegen sehr anfällig. Können wir den jetzt schon kaufen? Das wäre supi-sup. Tja, Vita habe ich ja schon. Blitz. Teuer, teuer. Ich brauche diese Entscheidung gerade. Das war echt teuer. Naja, wie gesagt, ich kann ja wieder offscreen grinden. Kriege ich das Geld schon wieder rein. Ich bereue das gerade. Ja. Zu spät. Großbogen. Ich bereue gerade alles. Ich möchte nicht mehr leben. Ja, warum habe ich die Zauber gekauft? Gute Frage eigentlich. Ach, das war dumm. Egal. I mean, immerhin hat das jetzt. Ja, das ist Elixier. Komm jetzt mal hin, da ist die Schatzkiste. Na, nee, das ist ja... Oder? Da waren wir eben drin, oder? Natürlich. Und das wäre so eine Tänzerin. Oh, hallo, ich bin eine Tänzerin. Schau mir zu. Jetzt mit der Retro-Musik. Und die tanzt genauso wie die andere. Wie sagt es der Fortnite-Tanz aus Final Fantasy 3? Jeder kennt ihn, jeder kann ihn, jeder liebt ihn. Tja. Very nice, du. So viele Arms. Hui, Wasserfall. So kommen wir zum Elixier. Schon die ganze Kunst. Elixier. Natürlich die Frage, wie komme ich wieder raus aus dem Saftladen? Mit dem Wasserfall hochlaufen? Das wäre voll unrealistisch. Okay. Na gut. Hinterfrage nicht die Logik im Videospiel und gar. So, mit der Elixier kann man natürlich jetzt die Frau von Sid heilen. Damit sollten wir uns beeilen. Ich weiß gar nicht mehr, was man dafür kriegt, aber wir machen das jetzt mal. Wenn man das Elixier nutzt, hat man sich kind of gesoft-locked, oder? Das sollte man nicht tun. Mein Husten, er ist weg. Ich fühle mich schon viel besser. Vielen Dank für eure Hilfe. Ich danke euch, habt ihr was gut bei mir. Und ihr seid so groß geworden. Was? Aber in den paar Tagen können wir auch nicht so viel gewachsen sein. Da fällt mir ein. Seht ihr die Lampe dort an der Wand? Sieht man ihr? Ich glaube, der kennt uns irgendwie schon länger. Der hat es gerade ein bisschen versprochen. Das ist alles ein bisschen zass. Dass Lunev denkt, er ist schon mal abgestürzt mit dem Luftschiff und Sid kennt die scheinbar schon länger. Das ist zass. Echt ziemlich seltsam. Sehr schönen Gang zu der alten Werkstatt, wo ich früher mal ein Luftschiff herumgebastelt habe. Vielleicht findet ihr dort was Nützliches. Hoffentlich nicht die Zauber, die ich teuer gekauft habe. Katsching!
Sesam, schnöffne dich. Na dann, wollen wir schauen. Holen wir uns die Belohnung ab. Ich bin gespannt. Boah, gibt der viele Truhen. Ja, und da war der Blindzauber. Na egal, jetzt habe ich ihn zweimal oder sowas. Eisenfall. Und hier bekommen wir den Großbogen. Gut, dass ich ihn nicht gekauft habe, ey. Ich wusste es halt nicht mehr. Wichtelbrot. Keine Ahnung, was man damit machen kann. Ich weiß wirklich nicht mehr. Hier war auch noch ein Secret. Kann man da durch die Wand gehen. 2000 Jill. Okay, damit sind wir wieder back on track, was Geld betrifft. Und wie gesagt, die Phönixfähren kann man in dem Spiel nicht kaufen. Bedeutet, die Wiederbelebung ist hier wirklich... ja, schwierig zu bekommen. Also, wenn man das Item nicht kaufen kann und selber den Zauber erst im Endgame bekommt. Deswegen, Phönixfeder immer eine gute Sache. Dann kriegst du jetzt den Großbogen. Kumpel. Eisenfall. Ja, komm. Scheiß drauf. Passt. Damit kann ich arbeiten. Ich guck mal kurz nach. Haben wir da wirklich alles? Ja. Sehr, sehr gut, Leute. Wir haben alles gefunden. Sagt ihr jetzt sowas? Macht euch um mich keine Sorgen. Wir wollen euch ja nicht von der Reise abhalten. Seid vorsichtig, hört ihr? Sei bloß vorsichtig, sei bloß vorsichtig, sei bloß. Oh Gott. Schon wieder an SpongeBob denken. Haben wir hier schon drin? Ja, waren wir. Hier muss doch noch mehr geben, Mann. Kann ich mir vorstellen, dass wir schon alles. Ja. Komm mal, mach mir Kuppo. Ja, komm, die Mitglieder. Ich sag immer das Gleiche, ja. Haben noch keinen neuen Brief. Leider. Hier haben wir noch nicht. Doch, ist der Waffenshop. Na gut, okay, das war Kanaan. Das war Kanaan. Mehr gibt's hier nicht. Das war jetzt echt da zu den Drachen. Die haben nur irgendwie was gesagt, hier unten ist irgendwie so ein geheimer Wald. Komm ich aber nicht rüber. Komm da nicht hin. Wir müssen. Ich speichere einfach mal ab. Neue Datei mache ich mal einfach. Ich glaube, ich muss jetzt echt zu den Drachen. Zu diesem Drachenberg oder wie der heißt. Drachenberg. Road to Summit heißt es auf Englisch. Auch wieder ein sehr linearer Dungeon. Aber waren hier nicht die Gegner voll stark? Ich habe ein bisschen Schiss. Drachen weiß nie was Gutes. Hat mir sowas von Chrono Trigger. So, die Atmosphäre. Ja, was seid ihr denn für welche? Höllentaucher! Ich glaube, da kann der Mönch nicht so viel machen. 13 Spell Charges. Ich guck mal, ob wir das überhaupt brauchen. Ja, wir haben immer noch nicht die Ero-Zauber, ne? Kacki. Ich sollte mit Treff ja eigentlich nur Defense machen, to be honest. Boah, stimmt, Bogen ist sehr effektiv gegen die fliegenden Gegner. Ja. Sowas wie Mönch kann natürlich einpacken. Ne? Das ist irgendwie ein doofes Team, was jetzt hier ab. Ist nicht geeignet für diesen Bereich. Oh, naja. Da müssen wir durch. Berufsstufe Ingus ist gestiegen. Sehr schön. Oh, was ist das für ein Viech? Schmetterlingsvogel oder was? Ich glaube, für den zauber ich mal. Nein, ich rache. Ja, der kriegt jetzt hier einen Zauber. Das war Eis. Let's see.
Eis, Eis, Baby. Ich weiß nicht, was sie für eine Schwäche haben. Eis. Eis ist die Schwäche. Okay. Arjen, wir haben 13 Spell-Charges. Dann kann ich das auch mal machen. Den Spiel ist es halt so, verlierst du mal einen Mana, wenn er einen Zauber nutzt. Jeder Zauber kostet nur einen Mana. Stufe 1 haben wir 13 Mana. Das heißt, wir können 13 Mal Stufe 1 Zauber benutzen. Mit Arc. So funktioniert das in dem Spiel. Scheiße, nutze jetzt hier auch mal einen Eiszauber. Ist mir egal. Dafür ist er ein Magician. Black Mage. Huh. Können echt einfangen. Gut, wenn wir zaubern, ist das ein ziemlich einfaches Gebiet. Gab es hier einen Bosskampf? Ich glaube nicht. Können versteinern. Wenn jemand versteinert ist, kriegt er keine Erfahrungspunkte, nicht so, das ist basically tot. Das Schlimmste, was passieren kann. Warum können die jetzt schon versteinern? So früh im Game. Ich finde, FF3 ist nicht das einfachste Spiel. Goldnadel erhalten, ja Mensch. So ein Zufall aber auch. Oh, es sieht alles gleich aus. Ich glaube, hier müssen wir hin. Hier hoch. Oh, neue Gegner. Ah, oh, die kennen wir noch aus Final Fantasy 2, oder? Ja, ich kenne die auf jeden Fall noch. Die rochen. Gut, das ist jetzt ein Feuerrochen. Das ist bestimmt noch eine Eisschwäche. Let's go. Let's do this. Hier gibt es auch den Ero-Zauber, sehe ich gerade. Ich habe ja eine Dungeon-Map auf. Ja, sie haben auf jeden Fall eine Eisschwäche. Nein! Zum Glück ist die eine Verteidigung. Nimmt trotzdem 32 Schaden. Naja. Hier ist Ingress leider komplett nutzlos. Mönche sind nicht gut gegen fliegende Gegner. Aber was soll's. Kann ich jetzt leider nicht ändern. Hier müsste drin sein. Gib mir die Ero-Zauber. Yes! Damit kann Ref ja jetzt nämlich auch mal was Nutzvolles machen. Sagt man das so? Ich kann auf jeden Fall jetzt Ero, einen aggressiven Zauber. Kennen wir ja schon von der Prinzessin. Scheinbar hat sie auch sogar zwei Spell Chargers. Fertig für den Boss oder so nutzen. I don't know. Oh nee, nicht in Hinterhalt. Ich finde Hinterhalt in Final Fantasy 3 richtig overpowered. Na, okay. Nicht, wenn die sowas nutzen. Feuer auf die ganze Gruppe. Das bedeutet, dass der Zauber erheblich schwächer ist. Trotzdem viel Schaden gemacht. Nervig. Probier mal einen normalen Angriff aus. Ja, okay. Ich sag's ja. Für dieses Gebiet einfach jeden Bogen geben und schafft der easy going alles durch. Das geht mir nicht so schwer. Wobei ich natürlich auch die guten Eisenpfeile verwende, ne, mit Arc. Die sind ein bisschen overkill. Ich wechsle mal auf die Holzpfeile. Ich will mal schauen, ob die nur so viel Schaden machen. Das ist ein bisschen overkill hier mit der Eisenpfeile. Let's see. Holzpfeil. Du Holzkopf. Du bist ein Holzkopf, Arc. Ein Holzkopf. So. Hier ist auch noch eine Schatztruhe mit einer Goldnadel. Ja, warum man die hier wohl bekommt, ne? Dragon Roar! Es ist Bahamut! Was war denn hier? Es ist einfach Bahamut. Leute, es ist Bahamut. Oh mein Gott. Der hat ein Jahr geupgradet und wollte den Rattenschwanz in Final Fantasy 1 haben. Hat uns angerufen in sein Netz gebracht. Was war denn hier? Oh mein Gott, der Drachengott. Oh no. Oh no. Hm.
Das war uncool. Und wer bist du? Ich hab ja schon oft von diesem Dash gehört, ne? Haha, ich kann nicht glauben, dass ihr euch von den Drachen habt schnappen lassen. Musst du gerade sagen, dich hätte er auch geschnappt. Tja, das stimmt allerdings. Ich bin Dash. Habt die Ehre. Das ist also der Dash. Oh, das ist alles bei Hamut. Schnell weg hier. Ah, der Drache ist zurück. Lass uns schnell von hier verschwinden, so uns voll verpissen, so. Und denk gar nicht erst dran, gegen dieses Drachenvieh zu kämpfen. Vertraut mir und rennt. Rennt so schnell ihr könnt. Raw, raw, I'm a dragon, I'm a big motherfucking dragon. Ja, Bahamut muss man tatsächlich später in dem Spiel besiegen. Nur jetzt wird das nix. Der hat nämlich 30.000 Energie. Tschüss. Das war's mit Ark. Ark hat Ark verkackt. Ja, und Ark steht plötzlich wieder da. That makes sense. Puh, da bin ich aber froh, dass wir es geschafft haben. Hier, nehmt diesen Wichtzauber hier. Ich muss feststellen, dass mir die ganze Zauberei nicht liegt. Aber euch vielleicht. Und im Gegenzug komme ich mit euch, wisst ihr. Ich habe mein Gedächtnis verloren. Ich kenne meinen Namen. Aber sonst nichts. Kein Problem, mir ist es recht. Und dir? Wieso fragst du mich denn? Ach, egal. Hey, Dash. Wusstest du, dass sich Selina schrecklich Sorgen macht und schon ganz lange auf dich wartet? Selina, ich muss zu ihr, aber ich habe noch was Wichtiges zu tun. Was war's bloß? Naja, ich werde mich schon noch daran erinnern. Ich helfe auch bestimmt dabei. Dash über euch den Zauberwicht und ist Mitglied der Party. Auf geht's! Lasst uns von hier verschwinden, bevor diese Riesenechse wiederkommt. Springt! Wow, Geronimo! Hui! Ja, gut, das war halt euer Spawner. Und so kommt man Bahamut. Und Ark lebt wieder. Sehr schön. Ja, später müssen wir gegen Bahamut kämpfen. Es wird einfach so sein. Es wird interessant. Ach, Weißmagie, echt? Na gut. Ich treffe ja das. Top Secret. Ein Wald. Ich wollte mit diesem komischen Wasserwesen in Zwichteldorf in die südliche Wälder bringen. Man kann es nur als Wichtel betreten. Ihr habt den Wichtzauber, schrumpft euch doch. Und dann auf nach Tosos. Soll ich nochmal den Wichtelzauber? I mean, warum nicht? Das Lunef den halt jetzt auch. Healing. Also hier kriegt man den Wichtzauber auch geschenkt. Wenn man den anderen halt wegschmeißt, wenn man dumm ist. Ja. Cool. Die Frage ist jetzt echt, wo ich hin muss. Ich werde das gleich mal in Erfahrung bringen. Wie gesagt, das Spiel ist halt an manchen Stellen kryptisch und ich kenne das nicht auswendig. Klar, wir müssen jetzt irgendwo klein werden, aber wo? Höllenbär. Nee, nix fliehen, hier wird angegriffen. Aber es ist natürlich Midriff, ja. Die ist so peaceful. 69, nice. Irgendwie. Ingas hat schon bessere Tage gesehen, kann das sein? Bisschen schade. Oh ja, gegen Fluggegner. 446. Geil. Und das mit 0-2. Ja. Kann sich sehen lassen. I guess. Bis gleich. Ja, ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen. Wir müssen jetzt Mini werden. Also Magic. Wicht auf die ganze Gruppe. Jetzt sind wir nicht klein und jetzt findet man hier irgendwo noch eine Stadt. Ganz ehrlich, wer darauf kommt, ist ein Gott. Jetzt auf eine Zwergenstadt Tosos. Da schnapp ich mir jetzt mal die Karte für. Damit wir hier auch nichts vergessen.
gibt's gar nicht. Das heißt, hier kann man nichts vergessen. Willkommen in die Dosis, meine Freunde. Wir sind winzig. Ihr seid fein. Wir sind Glitze. Ihr seid klein. Okay. Das Mirakabeck in die Heimat der Wikinger befindet sich am Ende des Tunnels durch die Miranusberge. Das hat so ein bisschen Zelda den Minish Caps Vibes, weil man jetzt so klein ist. Hey, komm mal nicht, Kupo. Oh, du Papa macht sich Sorgen. Uhr. Ein riesiger Hitlerkopf vor kurzem der Uhr. Ritt auf einen Schokobo. Das sind wahrhaft tolle Reittiere. Dir seid voll, wenn sie zwei schon gab. Ja, wo sollen wir jetzt hin? Das ist die Frage. Ich würde gerne das Dorf erkunden. Dr. Schellekow ist krank, das ist das Ende. Ihn kann niemand heilen, weil er hier der einzige Arzt ist. Physikus, heil dich selbst, sonst sind wir verloren. Vielleicht können wir ja behilflich sein. Ich finde es mit Riel-Armschutz. Ja, moin. Ich glaube, ich finde hier noch ein bisschen mehr, nämlich ein Firestaff. Feuera. What the... Boah. Warum finde ich hier so krasse... Was? Okay, wir haben schon erst in Stufe 3 Zauber. Okay, das ist in der Tat ziemlich strong. Ja, Feuerstab. Okay. Gut, dass ich mich hier zufällig umgeschaut habe. Schönes Rosenbild da oben. Brauche Antidot, klein Placebo oder ich hau dir eine. Ja, Antidot haben wir zum Glück noch. Zwar nur 5 Stück, aber hey. Puh, ihr habt mich gerettet. Das soll mir eine Lehre sein. Waldbeeren esse ich jetzt nicht mehr. Ihr habt euch eine Belohnung verdient. Ich werde euch in mein tollstes Geheimnis einweihen. Top Secret. Top Secret, Secret, Secret. Top Secret. Geht die Treppe am Ende des Gangs herunter und ihr kommt auf den Weg zum Mirakelbecken. Wieso habe ich dir anscheinend, dass es da weitergeht? Gucken wir uns erstmal noch ein bisschen im Dorf um. Sollte ich auch noch mal ein bisschen zoomen. Zoom. Zoom, zoom. Ich bin ein Wichtel, aber froh, mein Auer ist klein. Warum steht denn so? Das dann hier. Kann man wahrscheinlich das Antidot kaufen, wenn man es nicht hat. Hätten die auch selber ihren Doktor heilen können. Habt ihr schon mal unser leckes Wichtelbrot versucht? Es hat den gleichen Effekt wie der Zaubersicht. Eine detaillierte Karte auf. Damit kann man die Gegner scannen oder so. Hinsicht ist in Not. Probieren Wichtelbrot. Kein schlechtes Slogan, oder? Und schmeckt auch sogar noch lecker. Keine Ahnung, Dude, was ich damit machen kann. Ich verwende es mal im nächsten Kampf einfach. Ihr riecht komisch. Danke gleichfalls. Da mag wohl einer mein Parfüm heute nicht. Dabei trage ich Pink Sugar. Red Velvet. Das ist einfach riecht wie so ein Erdbeerkuchen. Eigentlich ein cooles Parfüm. Na, Wichtel und Wichtel, große Nicht-Wichtel, können Trosus das Wichteldorf bewichteln. Ich meine, betreten. Das ist ein Spiel und Schlumpfhausen oder was? Verschlumpf nochmal. Hat sich bald ausgeschlumpft. Na, was hast du? Der Typ denkt sich so, ja, ich hab einfach alles so. Ah, mehr brauche ich auch nicht. Euro nochmal kaufen, why not? Das kann er ja lernen. Hm. Nehmt.
Dass hier nichts versteckt ist. Der wird wohl so sein. In. Da will ich jetzt auch mal reinschneiden. Hier kann man die Antidotes wahrscheinlich kaufen. Du hättest den Doktor retten können. Da. Du hättest ihn retten können. Ah, Doktor war dir einfach egal. Boah, 80 Chill. Deine Wucherpreise kannst du allein bezahlen. Ich hoffe, du erstickst an dem Geld, was du verdienst. Tja, mehr scheint hier nicht zu sein. Dann würde ich sagen, geht's hier weiter. Denn wir sind knallharte Fighter. Du. Bin ich gespannt. Phönixfeder und noch eine Phönixfeder. Wie gesagt, diese Items kann man nicht kaufen, deswegen bin ich sehr dankbar drum. Tunnel von Toosos. Tja, da müssen wir durch. Totenkopf. Wirkt auf einmal viel gefährlicher und viel größer, gruseliger. Keine Gegner. Sei leise, Girl. Lass es einfach. Ein Hinterhalt. Oh nee. Nehmen natürlich jetzt auch extrem viel Schaden. Sollen alle in so eine Reihe dann aufstellen eigentlich. Leprechaun. Angreifen brauche ich jetzt nicht, weil wie gesagt, als kleiner Nichtsnutz kannst du halt nichts. Das heißt. Boah. Oh, ist das eklig! Können halt jetzt nur. Ja, gut. Können halt jetzt nur zaubern. Ist tatsächlich nicht schlecht, dass wir jetzt super viel Schaden machen, aber. Es hat irgendwie einen negativen Beigeschmack. I mean, ihr seht es ja selbst, ne? Boah, das ist eklig. Kann ich bitte aus der Höhle raus? Mag die nicht. Ja, zwei davon. Nee. Das gibt's jetzt nicht, oder? Ich mache einen ultra viel Schaden. Und, ja, okay, außer irgendwas. Ich hoffe, Lunev macht jetzt auch viel Damage. Ja. Zauber, OP. Könnte halt auch Ero benutzen mit Refia. Das Problem ist nur, dass wir, glaube ich, nur zwei Spell-Charges haben. High Potion? Das ist huge. Jetzt bist du ein verhässlicher. Ich bin der fliegende Kopf. Dunkelfresse. Fratze. Die Fratzen des Bösen. Wo ist Link, wenn ich ihn brauche? Oh, keine Sorge, ich mach das schon. Blitzra! Der Typ hat gesagt, er ist ein schlechter Magier. Magie ist nicht zu sein, so nett einfach Blitzra. Ja. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ja, Dash. Was ist das für ein Troll? Den kann man ja gar nicht trauen. Oh, ich bin kein guter Magier. Und dann wupp. Ja, toll. Und schon sind wir auf der Overworld. Ich glaube, ich sollte mich jetzt nicht groß machen, oder? Doch, ich mache mich jetzt groß. Kein Bock auf die Scheiße hier mit Wicht. Oh, kann ich nicht mehr benutzen. Dann machen wir so. Gut. Ja, jetzt könnt ihr ruhig kommen. Jetzt bin ich nicht mehr klein. Oh nee, die können, glaube ich, versteinern. Die müssen verschwinden, ja. Ja, die können versteinern. Jedenfalls fängt sie. Alles auf ihn. Oh yeah. Er ist schon wieder. Der Nahkampf war jetzt nicht so der Bringer, ne? Genau wie vor Ingus. Was ist los mit Ingus, ey? Ich glaube, ich nehme diese Bronzenkralle mal weg und gucke, ob der mit Faust mehr Damage macht. Ich denke, ich mach das mal.
Ja, tatsächlich macht er jetzt mehr Damage. Es liegt daran, dass der Mönch-Level gestiegen ist. Hier müssen wir durch. Ich will mal noch ein Kämpfchen wagen. Die Höllenbären, ja, die können ja nichts. Zum Glück. Angriff! Gucken, wie viel Damage er jetzt macht. Ja, das ist schon besser. Das war's von ihm und ich hoffe, Luna macht es jetzt. Ne, 69. Und der Höllenbär ist so dumm und greift Treppchen an, die sich am Verteidigen ist. Das hat schon ein bisschen stupid. Reicht das? Ja. So viel. Weiß nicht, wie viel die haben, 150. I don't know. Berufsstufe von Lunev gestiegen und vor Ark. Und von Refia. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt aktuell ausschaut mit dem Joblevel. 16. Ja. Kann man leben, I guess. Tier ist die Wikingerhöhle. Ob die Wikinger freundlich gesinnt sind und uns angreifen, das finden wir beim nächsten Mal raus. Ich bedanke mich fürs Anschauen. Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr es wieder in Provision. Sonst sehen wir uns beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Let's Play Final Fantasy 3. Stay awesome. Eure Sissy. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist. Und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!